Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich habe mich für die heutige Solo-Folge dafür entschieden, einfach in den Podcast seicht einzusteigen und endlich mal wieder eine Solo-Folge zu machen, auf die ich mich wirklich heute sehr freue, denn ich möchte ganz gern heute einen Mix und einen Überblick geben über die letzten Wochen, aber auch einen Ausblick geben auf das, was kommt. Und die Podcast-Folge ist überschrieben mit dem Titel Das Ende aller Ausreden. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und würde euch gerne heute mitnehmen auf die Reise dieses Podcasts, aber auch auf die nächsten Wochen und so ein bisschen das, was so passieren wird, auch mit dem Business Talk Podcast. Ich habe ja schon in einem Intro, das wir jetzt mal geändert haben, so ein paar Dinge euch mit auf den Weg gegeben. Also nicht nur Interviews, nicht nur Solo-Folgen, sondern auch ein paar Reportagen. Also von Dingen, die zwischendurch passieren, auf Messen, auf Events, bei Speeches oder bei Keynotes, in denen ich eingeladen bin. Da würde ich dann einfach zwischendurch euch einfach auch eine Resonanz geben, damit wir auch hier im Business Talk Podcast wieder ein paar neue Dinge mit aufbereiten. Wir werden im nächsten Jahr auch das Thema Serie neu starten, dass wir so eine kleine, kurze, knappe Folgen des Business Talk Podcasts anbieten werden, wo es dann tatsächlich nochmal konkret um das Thema Praxis geht, Praxisgründung geht, Niederlassung geht. Aber auch da gibt es im nächsten Jahr noch ein paar neue Informationen zu. Wir sprechen heute natürlich auch nochmal über das Event Startup Praxis. Aber einsteigen möchte ich tatsächlich mit dem Thema Resonanz auf den Podcast. Wir haben in dieser Woche die 100.000 Hörergrenze überschritten und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich für eine tolle große Zahl ist, die da plötzlich steht, dass 100.000 Menschen in den letzten Jahren oder 100.000 Folgen dieses Podcasts von Menschen runtergeladen worden sind, gehört worden sind. Das heißt, ich kann immer nur wieder sagen, wir sind ja Nischen-Podcast, also wir werden nicht die Größe erreichen, das war auch nie unser Sinn, sondern wir wollen einfach die Menschen erreichen und die Ärzte und Mediziner erreichen, um das Thema Medizin und Business in der Medizin, soweit es geht und so klar es geht, auch zu verdeutlichen. Deshalb bin ich unglaublich froh darüber, dass das geklappt hat und vielen, vielen Dank auch nochmal an alle, die dazu beigetragen haben und die den Podcast regelmäßig hören oder auch vielleicht weiterempfehlen, an Freunde, Bekannte, Mediziner weiterempfehlen und ihn hören. Das ist vor allen Dingen natürlich auch den Interviewgästen geschuldet, denn ich habe wirklich in den letzten knapp anderthalb Jahren so viele tolle Interviewgäste gehabt. Auch diese Woche waren wieder tolle Interviews dabei. Und auch da kann ich euch sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass sich alle diese Stunde Zeit nehmen, mit mir zu plaudern, die Vorbereitungszeit sich nehmen, teilweise ja auch international, die dann irgendwo im Urlaub sind oder die in ihrer Arbeitsstelle sind oder die zwischen zwei Terminen einfach sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen, um euch und uns dann tollen Content zur Verfügung zu stellen. Aber ich möchte euch ganz kurz nochmal drei jetzt vielleicht ans Aktuelle, also aus den letzten zwei Wochen aktuelle Rückmeldungen zum Thema eine Resonanz auf den Podcast geben. Also die Sarah, die mir geschrieben hat, und die auch mal eingestiegen ist mit einem relativ kurzen, knappen Satz. Sie findet den Podcast genial. Sarah, wenn du es heute hörst, ganz lieben Dank nochmal für deine Rückmeldung dazu. Und ich hatte einmal einen Vergleich angeboten. Das ist von vielen von euch auch schon in Anspruch genommen worden. Also Vergleich, ist es besser für mich, wirtschaftlich gesehen in die Niederlassung zu gehen? Oder was steckt denn tatsächlich dahinter? Oder ist das Angestellten-Dasein vielleicht langfristig doch für mich die bessere Alternative? Daraufhin hat sich die Sarah nochmal gemeldet, also vielen, vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann hat der Harald geschrieben, Harald schreibt, er ist im 28. Jahr seiner Niederlassung und auch er hört den Podcast und auch das ist für mich ein großes Lob,
Denn ich glaube, wenn jemand so erfahren ist und trotzdem noch wissbegierig ist und die Inhalte unseres Podcasts hört, dann ist das für uns ein gutes Zeichen. Harald hatte damals geschrieben, es gab irgendwie bei uns mal ein technisches Problem und er hat das sofort angemerkt und konnte uns da weiterhelfen. Denn in dem Moment wusste ich noch gar nicht, dass dieses technische Problem da war. Also Harald, an dieser Stelle in den Norden zu dir nochmal liebe Grüße. Dann hat die Eva Maria geschrieben, die hat sich sehr mit dem Podcast von Felix Berndt, also Doc Felix, auseinandergesetzt. Und da gab es ein paar interessante Fragen zu und vor allen Dingen hat sie auch angeregt, lass uns doch mal eine Folge machen. Welcher Arzt macht eigentlich welches Marketing oder Social Media für den Arzt? Da hatten wir ja schon mal so zwei Sachen. Da kann ich einmal auf das Interview mit dem Jakob Hager verweisen oder auf das Interview mit Norman Glaser, jetzt Norman Müller, also der Markenrebell, der zum Thema Personal Branding für den Arzt schon mal was gesagt hat und Jakob Hager eben, der auch das Thema Social Media für den Arzt, also Facebook-Werbung, schon mal beschrieben hat. Wir machen die Verlinkung zu den beiden Folgen, Interviewfolgen heute auf jeden Fall in die Shownotes. Aber wir werden auch auf jeden Fall, und Eva Maria, vielen Dank dafür, jetzt nehme ich auf jeden Fall auf, auch nochmal das Thema, welcher Arzt macht welches Marketing beschreiben. Denn Ihre Frage war, und die ist natürlich durchaus berechtigt, was hat der Felix davon, dass er das macht? Was verspricht er sich langfristig davon? Geht es um Verdienst? Geht es nur um Follower? Geht es um ganz andere Themen? Aber diesen Themen wollen wir uns widmen. Und deshalb bin ich so unglaublich dankbar für jede Resonanz, die ihr oder für jede Rückmeldung, die ihr uns gebt und für die Resonanz, die aus euren Rückmeldungen kommen, dass wir, jetzt war ich gerade ein bisschen disorientiert und schon wieder, weil ich was aufgeschrieben hatte und wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Aber deshalb ist das so wertvoll, dass ihr uns schreibt und dass wir auch mitbekommen, was denkt ihr über die Folgen, die wir machen, damit wir da weiterdenken können oder vielleicht euch auch noch weiteren Support liefern können. Ja, vielen Dank. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von all denen, die uns geschrieben haben. Es gibt noch viele, viele andere Rückmeldungen, teilweise auch konkrete Fragen, auch zu unserer Veranstaltung Startup-Praxis, die ja jetzt in knapp 3 Wochen in Bochum stattfindet. Startup-Praxis, und da möchte ich ganz ehrlich sein, ist im Moment etwas, wo wir unglaublich viel Spaß dran haben, weil wir erkennen und auch sehen, welches Potenzial hinter einer solchen Veranstaltung liegt. Und nicht Potenzial im Sinne von, damit wir da Geld mit verdienen. Glaubt mir, das ist bei einer solchen Veranstaltung nicht gegeben, weil wir müssen da kämpfen. Das heißt, kämpfen nicht nur darum, dass die Resonanz, dass wir gesehen werden, sondern vor allen Dingen auch, dass die Zuhörer oder die Leute, die Karten kaufen, auch erkennen, dass diese Veranstaltung wirklich einen Wert hat. Denn Startup-Praxis bedeutet für viele, ich lasse mich nieder und ich bin ja schon niedergelassen, was soll ich da? Aber Startup bedeutet ja viel, viel mehr. Startup bedeutet unter anderem, ich entwickle mich neu, beziehungsweise ich entwickle meine Praxis. Startup bedeutet aber auch, steh auf, mach etwas, bewege dich, sei vielleicht, gerade wenn du unzufrieden bist und mit dem System unzufrieden bist, überleg doch, was du machen kannst und hör dir eine solche moderne, zukunftsorientierte Veranstaltung an, um vielleicht aus deinem kleinen Dornröschenschlaf aufzuwachen. Und deshalb ist Startup eben auch erklärungsbedürftig. Aber immer dann, wenn es erklärungsbedürftig ist, ist es eben schwer, da muss man ein bisschen kämpfen. Die Resonanz der Ärztekammer hier in Westfalen-Lippe, wir haben ja die Veranstaltung jetzt zertifizieren können und wir haben 4 Fortbildungspunkte bekommen, auch persönlich mit denen telefoniert, beziehungsweise unser wissenschaftlicher Leiter hat mit der Kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufgenommen oder die mit ihm und waren eigentlich sehr, sehr angetan von dem, was wir da machen. Wir hatten erst nicht damit gerechnet, dass die Ärztekammer sich so positiv äußert, aber das hat sie getan und hat es eben auch mit 4 Fortbildungspunkten versehen und das ist eben ein super Zeichen für uns. Aber ganz ehrlich, eine solche Veranstaltung kostet viel Zeit, kostet auch viele Nerven, ganz ehrlich, weil es sind viele Dinge zu regeln, aber wir haben einfach so viel Lust auf diese Veranstaltung, wir haben so viel Lust auf die Entwicklung dieses Themas, dass wir, dass uns auch keine Stunde zu viel ist, noch, die wir hinten noch dranhängen. A, damit die Veranstaltung voll wird. B, damit wir allen denen, die da hinkommen, eben auch die Qualität liefern können. Und ich glaube, die Inhalte sind wirklich toll. Also schaut nochmal auf die Seite, wenn ihr Spaß dran habt. www.startup-praxis.de. Karten könnt ihr noch erwerben. Und wir möchten eben auch, damit viele junge Mediziner kommen, haben wir den
den Rabattcode nochmal verlängert, also mit dem Rabattcode BusinessDog 2019 und BusinessDog mit dem großen B am Anfang. Auch das wird nochmal in die Shownotes kommen. Könnt ihr also bis zum 30. Oktober die Karten für 99 Euro erwerben. Ist fast ein Selbstkostenpreis. Und würde uns wirklich total freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Die Idee aus Startup Praxis ist ja deshalb gekommen, weil wir die Interviewgäste, die wir im Podcast hatten oder die ich im Podcast hatte, natürlich auch mal greifbar machen wollten, im Austausch bringen wollten, B2B machen, mit denen ganz eng sein, denen Fragen stellen. Und dadurch, dass wir es einmal verschieben mussten, haben wir auch ein paar andere Speaker. Und auch im nächsten Jahr, wenn wir die Veranstaltung wiederholen werden, werden wir wieder neue Redner dabei haben. Also deshalb ist das so wichtig, denn zum Beispiel habe ich in den letzten Wochen so viele interessante Interviewgäste gehabt, die ich natürlich auch gerne mal euch live präsentieren möchte und die wir hier ins Ruhrgebiet holen wollen, damit ihr die mal kennenlernt. Also unter anderem zum Beispiel ist mit dabei, der Dr. Paul Hadrosek, der Mitbegründer oder Gründer von Kinderheldin. Dann habe ich diese Woche ein Interview geführt mit einem Kommunikationstrainer beziehungsweise mit einem Managementtrainer, der Bestsellerautor ist, der in der Schweiz lebt, Attila Wuran, der mit der Dr. Nina Habers im Podcast gewesen ist. Der Podcast wird so in 2 bis 3 Wochen ausgestrahlt. Da geht es um das Thema Arzt sein heißt scheitern. Das ist ein provokanter Buchtitel, den er dazu geschrieben hat. Ich spreche mit ihm über das Thema Führung und Kommunikation. Und dieses Thema in dieser Verbindung zusammen ist eben extrem wichtig aus seiner Sicht für Arzt und fürs Krankenhaus. Dann habe ich ein super interessantes Interview geführt mit Professor Dr. Janosch Winkler aus Lüneburg, einem Mediziner, der sich sehr, sehr stark mit dem Thema Analyse von Blut und Blutwerten beschäftigt und der daraus seine Rückschlüsse ziehen kann über das Thema Krankheiten, Entstehung von Krankheiten, aber eben auch der des Themas Prävention und der das auch schult und in dem Interview auch wirklich super Ansätze liefert dazu, was kann ich tun und vor allen Dingen, warum ist dieses Thema so in Vergessenheit geraten? Denn er sagt, dass das, was ich hier sage, das Lehren, das ist Inhalt jedes Studiums. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich Janosch Winkler im Business Talk Podcast dabei hatte. Und den würde ich ganz gerne wirklich auch mal auf eine Veranstaltung bringen, weil er nicht nur ein toller Mediziner ist, sondern auch noch ein super Speaker. Dann habe ich diese Woche noch gesprochen mit Professor Dr. Jan Ehlers. Er ist der Vizepräsident der Witten-Uni Herdecke. Und auch da gibt es tolle Ansätze zum Thema Digitalisierung in der Medizin. Wie geht man damit im Studium um? Was ist wichtig? Warum müssen Dinge im Studium schon wirklich angesprochen werden? Und was sehen zum Beispiel auch die Studenten aus heutiger Sicht und was sehen sie eben noch nicht? Und wie gehen sie auch mit modernen Techniken um? Aus meiner Sicht war es so, dass viele Studenten super technikaffin sind und sicherlich auch vielen zukunftsmedizinischen Themen, gerade das Thema Digital Health, sehr positiv gegenüberstehen, aber dem ist eben nicht so. Und darüber spreche ich nochmal mit Professor Dr. Jan Ehlers. Und ich habe mit Jana Auenkamp gesprochen. Jana Auenkamp war im letzten Jahr die Präsidentin des BVMD, also des Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland. Und Jana, wirklich eine tolle Frau, tolle junge Frau, die jetzt gerade mit dem Studium fertig ist, die auch sehr differenziert mit dem Thema Studium, mit dem Thema Zukunftsmedizin und Entwicklung umgeht. Also da sind ein paar super Interviewgäste noch gewesen und die kommen jetzt alle in den nächsten Wochen im Podcast. Also ohne, dass ich jetzt, ich habe noch mehr Menschen da gehabt und mehr Interviewgäste, ohne jetzt jeden Einzelnen nennen zu wollen. Ihr werdet das sehen, das wird sich jetzt aneinander anreihen in den nächsten Wochen. Aber was ich nur sagen möchte, ist, wir möchten eben diese beiden Komponenten miteinander verbinden und sowohl Startup-Praxis als auch die Business-Talk-Interviewgäste da eben präsentieren, sodass wir immer einen ganz engen Draht zueinander haben. Und deshalb ist es auch nicht so leicht. Und gerade weil wir etwas verändern wollen, auch mit der Veranstaltung, im Mindset ändern wollen, wir wollen euch oder alle Mediziner ja auch erreichen auf eine ganz neue Art und Weise, eine Denkweise umändern. Denn wenn ich so in meine tägliche Praxis gucke, dann ist es immer noch ganz schön, teilweise alt eingesessen. Was ich nicht negativ sehen möchte und auch nicht sagen möchte, dass das schlecht ist, nur ich würde mir manchmal wirklich mehr
eigene Identität in einer Praxis wünschen. Ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass der Arzt, die Ärztin, die eine Praxis übernimmt, sich selber mehr sieht und selber überlegt, wie kann ich denn durch das, was ich darunter verstehe, Medizin zu machen, auch in meiner Praxis tatsächlich widerspiegeln und eben nicht nur die Praxis übernehmen. Dazu kann ich wirklich nur jeden ermutigen. Und dieses Thema Veränderung oder Change im Neudeutsch ist eben auch ein Riesenthema. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ich erfolgreich sein will, und das haben uns ja alle erfolgreichen Menschen gezeigt, immer dann, wenn es eine Übereinstimmung gibt zwischen der Persönlichkeit und dem Tun dieser Persönlichkeit aus sich selbst heraus, dann ist es meist auch sehr, sehr erfolgreich geworden. Kein Arzt, den ich bis jetzt niedergelassen habe in den letzten knapp 18 Jahren, ist nicht erfolgreich geworden. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein will, dann liegt das nicht an mir. Es liegt nicht daran, dass ich die Top-Beratung mache, dass ich derjenige bin, der über Jahre die Selbstständigkeit und Niederlassung begleitet und die deshalb erfolgreich sind. Die sind deshalb erfolgreich, weil das System eigentlich keinen unerfolgreichen Arzt ausspuckt. Das gibt es nicht. Wir haben so viele Patienten, die den Arzt brauchen. Wir haben top ausgebildete Mediziner in Deutschland, die Ärzte, die in die eigene Praxis gehen und die das System nach kurzer Zeit verstehen können, die werden erfolgreich sein, wirtschaftlich erfolgreich. Aber, und das ist die große Frage, die dahinter steht, was heißt denn der Erfolg für den Mediziner? Bin ich erfolgreich nur, weil ich viel Geld verdiene, oder bin ich vielleicht erfolgreich, weil ich das tun kann, was ich immer schon gerne tun wollte? Und das ist eigentlich die grundlegende Frage hinter dem, was ich damit verbinden würde, zu sagen, ich bin Unternehmer in der eigenen Praxis und ich mache den Arzt zum Unternehmer. Und dann ist es vielleicht doch mein Dazutun gewesen. Das ist aber bei viel zu wenigen Medizinern der Fall, weil auch ich natürlich ganz lange nur darauf aus war, zu sagen, wir beraten genau so, dass er zunächst mal wirtschaftlich erfolgreich sein muss, dann ist er in der eigenen Praxis und dann haben wir wenig miteinander zu tun. Dann sprechen wir vielleicht noch hin und wieder mal, wie läuft's denn, wir gucken uns ein paar Zahlen an. Aber aus meiner Sicht, und das meine ich wirklich nicht abwertend oder negativ, also bitte nicht falsch verstehen, sind Zahlen etwas, was nach kurzer Zeit wirklich von vielen Menschen verstanden werden kann. Zahlen können aus meiner Sicht durch viele Computerprogramme gejagt werden und dann entsteht etwas, was gut ist oder was weniger gut ist. Man erkennt also aus diesen Zahlen relativ schnell relativ viel. Die Frage ist aber, bin ich zufrieden? Ich bin natürlich unzufrieden dann, wenn es nicht gut läuft, wenn es gegen meine Existenzgrundlage geht, dann bin ich nicht zufrieden, ohne Frage. Aber wenn ich gute Zahlen habe, was ist dann irgendwann? Muss ich mir nicht die Frage stellen, wenn ich jetzt noch 5 oder 10 oder 20 Patienten am Tag mehr bediene oder in meine Praxis bekomme, werde ich dann glücklicher, weil ich mehr Geld verdiene? Ich glaube, dass der Arzt sich damit beschäftigen muss und die Ärztin sich damit beschäftigen muss, wo liegt denn mein eigentliches Tun in der Arbeit? Und das stellt sich bei jedem Mediziner, da bin ich 100% sicher, weil das ist eben das, was ich in der täglichen Praxis auch immer wieder erlebe, stellt sich nach einiger Zeit immer wieder ein. Die Frage danach, warum bin ich hier? Andere würden vielleicht sagen, wofür bin ich gemeint? Also was ist der Zweck dieser Tätigkeit in der Praxis? Das ist immer wieder diese Frage nach dem Warum. Warum tue ich das, was ich hier tue? Also die Sinnfrage zu stellen. Und ich erkenne immer wieder, auch in größeren Unternehmen oder in größeren Praxen, aber auch in Konzernen, dass diese Frage gar nicht gestellt wird. Dass dann zwar, wenn man darüber spricht, gesagt wird, das ist in Ordnung, ja, Sinnfrage, die müssen wir uns alle stellen. Und dann kommt das große Aber. Aber wir müssen natürlich gucken, dass es wirtschaftlich läuft. Ich würde die Frage ganz anders formulieren. Ich würde sagen, die Grundlage für alles ist, dass ich sinnvoll arbeiten kann. Und wenn ich sinnvoll arbeiten kann, dann wird sich natürlich mit den entsprechenden Skills, natürlich mit den entsprechenden Tools, also Hilfsmitteln dahinter und natürlich mit den entsprechenden Beratern, die mich vielleicht auch begleiten können, auch die wirtschaftliche Seite ist unglaublich wichtig. Aber die Grundlage für mich, warum ich erfolgreich bin, ist tatsächlich die Sinnfrage zu stellen, warum mache ich das, was ich tue, auch langfristig. Wie viele Mediziner sind wirklich unglaublich unzufrieden? Und da muss ich gar nicht weit gucken, nicht nur in meinem Mandantenkreis, sondern vielleicht auch in einem Freundeskreis. Ich erinnere mich gerade an jemanden, der seit Jahren, ist ein ganz toller Mensch, also der auch sehr erfolgreich in der Familie ist, der ist sehr handwerklich begabt, der baut Häuser um. Die Praxis erlaubt es ihm wirtschaftlich, dass er vielleicht das ein oder andere Mehrfamilienhaus gekauft hat.
aber seine Erfüllung findet er nicht in der Praxis. Der schimpft auf seine Patienten, der schimpft auf die Situation in der Praxis, der schimpft darauf, dass er keinen Einfluss mehr auf Patienten hat, weil die alle nur das wollen, was er nicht liefern kann, nämlich einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Und mittlerweile hat er resigniert und findet seine Erfüllung darin, dass er in den Häusern, die ihm jetzt gehören, Wohnungen umbaut. Aber die Frage ist ja, ist das wirklich Sinn und Zweck meiner beruflichen Tätigkeit, Dienst nach Vorschrift zu machen und mir die Erfüllung woanders zu holen? Ohne das zu verurteilen, jeder muss das für sich entscheiden. Aber für mich ist doch tatsächlich die Frage, ist der Sinn hinter meiner Arbeit, kann ich meine Praxis so aufbauen, dass ich tatsächlich Sinn hinter meiner Arbeit erkenne und von vornherein? Und da erkenne ich eben bei ganz vielen Medizinern, bei ganz vielen jungen Medizinern, dass die sich diese Frage stellen. Leider bei der Generation, die jetzt gerade, ich habe das immer wieder schon gesagt, aus dem Krankenhaus flüchten, erkenne ich es eben weniger, weil es da nicht ist, ich will auf jeden Fall in die eigene Praxis, sondern ich will nur weg vom Krankenhaus und ich mache in der Praxis irgendwie weiter und vielleicht habe ich auch noch ein paar gute Helferinnen, die dann diese Dinge in der Praxis mir zunächst mal abnehmen und ich wachse peu à peu da rein. Bitte an dieser Stelle das nicht falsch zu verstehen, weil jeder Mediziner, der sich für die ambulante Versorgung entscheidet, ist auf jeden Fall zu loben und ist nicht nur zu loben, sondern man kann es nicht hoch genug anerkennen. Denn ihr wisst auch, und das ist ein Thema hier, was mir und was uns beim Business Doc sehr, sehr stark am Herzen liegt, ist das Thema gegen unterversorgte Gebiete arbeiten. Und deshalb glaube ich, dass jeder Arzt in der Praxis seine Passion auch finden kann, wenn er dann eng mit Patienten arbeitet. Und wenn Patienten die Resonanz geben und sagen, Mensch, Frau Doktor, Herr Doktor, Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Ich glaube, dann wird jeder Mediziner erkennen, wie wichtig die ambulante Versorgung ist, wenn das nicht sowieso schon weiß. Das wollen wir mal, das haben wir jetzt mal ganz dahingestellt. Also deshalb ist es für mich wichtig, dass der Sinn hinter der Arbeit so wichtig ist und dieses Thema, es gibt keinen Weg zum Glücklichsein, weil Glücklichsein ist schon der Weg, ist einfach auch ein wichtiger Punkt für die Zufriedenheit jedes Einzelnen. Und wenn man nicht nur ergebnisorientiert ist, sondern eben auch erlebnisorientiert, also dass ich Spaß an der Sache habe, die ich mache und dass ich daraus eben dann auch viele Dinge entwickeln kann, das haben ja hier auch viele Interviewgäste im Business Talk Podcast immer wieder gezeigt, also die aus ihrer Tätigkeit in der eigenen Praxis Dinge weiterentwickeln. Ich denke mal an Dr. Jäger, der gesagt hat, Mensch, ich habe immer versucht, meine 5 Praxen, die ich habe, miteinander unter guten Bedingungen auch zu vernetzen, also dass Patienten sowohl in die eine als auch in die andere Praxis gehen können, dass die Kommunikation zwischen den Patienten funktioniert, dass aber auch die Kommunikation mit dem Arzt, mit dem Patienten funktioniert, dass die Kommunikation mit meinen Helferinnen, dem Patienten funktioniert. Und daraus hat er dann gemeinsam mit einem IT-Dienstleister eben eine App entwickelt. Ich erinnere mich an Frau Dr. Shabnam Fahimi Weber, die immer noch dafür kämpft mit ihrer App DubiDoc, dass das Wartezimmer abgeschafft wird, dass wir eben nicht mehr unglaublich lange Wartezeiten in einer Praxis haben, sondern dass eigentlich ihre Idee ist, ich bin so gesteuert über meine App oder kann meinen Patienten so gut informieren über die App, dass er eigentlich in die Praxis kommt und sofort ins Behandlungszimmer weitergehen kann. Und da gibt es viele, viele tolle Beispiele zu, nicht immer nur mit digitalen Prozessen, sondern auch mit vielen persönlichen Prozessen. Und das ist eben unser Anliegen im Coaching-Bereich. Nicht nur für die Begleitung in die eigene Praxis, sondern auch im Coaching-Bereich, dass wir wollen, dass diese Gedanken nicht nur Gedanken bleiben, sondern umgesetzt werden. Dafür können wir sorgen, dafür können wir mit dem Netzwerk sorgen, dafür können wir sorgen, wenn wir euch unterstützen, dafür können wir unter anderem mit diesem Podcast sorgen. Und das ist ein großes, großes Anliegen von uns und von mir hier im Business Talk Podcast. Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, das Thema Veränderung wird uns hier weiter begleiten. Auch wir wollen die Prozesse immer wieder neu hinterfragen, wollen uns vor allen Dingen auch neu hinterfragen. Wir wollen aus Dingen lernen. Und wenn ich mich ganz persönlich nochmal sehen darf, ich stelle mich auch immer wieder ganz neuen Herausforderungen. Die Resonanz, die ich bekomme, ist auch nicht immer nur positiv. Also auch da ist es so, dass ich mich hinterfragen muss. Und natürlich auch mal, wenn ich auf irgendwelchen Seminaren unterwegs bin, dann auch eine Rückmeldung bekomme, die nicht nur angenehm ist. Aber genau das ist der Punkt, der uns weiterbringt. Es sind nicht die Menschen, die uns ständig Honig um den Bart schmieren, die uns weiterbringen, sondern es sind die Menschen, die uns ganz bewusst
einen Spiegel vorhalten und die uns dann und deshalb ein Stück weiterbringen, weil wir dann aus unserer Komfortzone kommen. Das ist auch so ein Modesatz, raus aus der Komfortzone. Aber wenn ihr mal wirklich euch hinterfragt und wenn ihr mal einen Moment nachdenkt darüber, wer hat euch wirklich in eurem Leben weitergebracht? Waren es die strengen Lehrer? Waren es die Lehrer, die euch gefordert haben? Waren es vielleicht auch die, die nicht immer angenehm gewesen sind? Waren es vielleicht auch die, die euch an euren Ergebnissen gemessen haben, aber die euch auch immer die Chance gegeben haben, euch weiterzuentwickeln? Denn ich glaube, dass ein respektvoller Umgang miteinander unglaublich wichtig ist, auch für eine Entwicklung. Aber eben auch Respekt heißt aus meiner Sicht eben dann auch mal etwas Unangenehmes zu sagen. Und an der Stelle eben nicht aufzuhören, nur weil mir vielleicht jemand böse sein kann für das, was ich ihm sage. Die meisten Menschen verwechseln das miteinander. Also das Wachsen der Persönlichkeit hängt für mich unmittelbar auch mit diesen Themen zusammen. Und deshalb stelle ich mich immer wieder diesen Herausforderungen, werde auch sehr, sehr häufig mit Tatsachen konfrontiert, die für mich sehr unangenehm sind. Aber ich versuche das meist zu transformieren. Und deshalb, und das ist der Titel unserer heutigen Podcast-Folge, wenn ich dann keine Ausrede mehr finde, wenn ich keine Ausrede mehr finde, um zu sagen, der hat mich aber angeschrien, der ist selber nicht kompetent und der kann das selber nicht so gut, aber mir hält er einen Spiegel vor oder ich versuche irgendetwas zu suchen, nur damit ich mich selbst rechtfertigen kann und meine Schwäche damit nicht akzeptiere. Also das Ende aller Ausreden passiert für mich in dem Moment, wenn ich das letzte Stück Selbstmitleid auch noch aufgebe. Also wenn ich mir immer selbst leid tue und sage, ich kann das aber nicht oder ich bin dazu nicht ausgebildet oder das habe ich nicht gelernt oder, dann komme ich nicht weiter im Leben. Ich komme dann weiter im Leben, wenn ich mich diesen Themen stelle und wenn ich tatsächlich die Herausforderung suche. Und das ist vielleicht der Tipp, den ich euch am Ende dieses Podcasts gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Hört auf, euch rauszureden. Sucht die Konfrontation mit anderen Menschen, aber mit den Menschen, die euch wirklich Gutes tun wollen. Und selbst wenn jemand ständig bohrt und selbst wenn jemand ständig euch den Spiegel vorhält und sagt, ihr könnt das nicht, hinterfragt immer, aus welchem Grund tut er das jetzt? Macht er das nur, um mich zu ärgern oder macht er das tatsächlich, damit es mir besser geht und damit ich mich persönlich weiterentwickle? Und das ist als Mediziner, als Medizinerin unglaublich wichtig, denn die Medizin lebt aus meiner Sicht viel zu lange davon, dass sie sich nur um sich selbst gekümmert hat. Wir müssen in der Medizin neue Wege finden, damit sich die Medizin und alle Beteiligten an der Medizin weiterentwickeln. Und wenn das wäre eine rein betriebswirtschaftliche Frage, die man immer wieder gerne stellt, wenn du 1 Euro investierst, was kommt denn da raus? Da muss ja mindestens 1,50 bei rauskommen. Wenn ich aber in die Innovation will und wenn ich neue Dinge erreichen will, dann ist das eine Frage, die jede Innovation stoppt. Denn das würde ja bedeuten, ich darf keine Fehler machen. Innovation ohne Fehler ist aber keine Innovation, das ist Business as usual. Und deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, in diesem Prozess Fehler machen zu können und auch bereit zu sein, für diese Fehler einzustehen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle neue Woche und bleibt auf jeden Fall unternehmerisch. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns am 9. November bei Startup Praxis.